Deutschland 2018. Der Winter bricht herein. Ideale Bedingungen, um mit unserem Mooskutter endlich die Reise nach Afrika zu starten. 2600 Kilometer bis Tarifa über europäische Autobahnen quer durch Frankreich und Spanien, mit der Fähre nach Marokko. Immer am Atlantik entlang geht es durch Marokko an Marrakesch vorbei, die Westsahara hinunter über Dakhla bis nach Nouadhibou, wo wir uns mit der Dustin Diesel Rallye trafen. Mit der Rallye zusammen fuhren wir durch die Wüste an den Atlantikstrand und verbrachten noch ein paar herrliche Tage dort, bis es weiter in die Zebra-Bar ging, wo wir auch das erste kleinere Problem mit unserem Motor hatten. An der Spannschiene hatte sich die Gleitfläche gelöst, aber zum Glück fanden wir in St. Louis schnell das Ersatzteil, um unsere Reise fortzusetzen. Auf dem Weg von Guinea nach Sierra Leone verließen wir die besseren Straßen, mussten dort auch das ein oder andere Wasserloch durchqueren. Auch die ein oder andere sehr fragwürdige Brücke war dabei. Auf diesen sehr, sehr schlechten Straßen zeigte aber der MB-100 mal wieder seine hervorragenden Geländefähigkeiten. Und das trotz fehlendem Allrad. Diesen doch sehr steilen Berg mit etwas Raumuntergrund meisterte er ohne Probleme. Dies war nur eine von vielen Herausforderungen, die sich der Mooskutter stellen musste. Auch Fähren sind in Westafrika keine Seltenheit. Für eine solche Überfahrt gibt es keine Festpreise. Jedes Mal auf neue muss der Preis ausgehandelt werden. Soll ich dann mit dem Überfahren? Ja, mach, klar. Doch auch egal, wie viele Wasserlöcher sich den Mooskutter in den Weg stellten, jedes einzelne meisterte er mit Bravour. Und nach all den Strapazen hat er sich natürlich auch mal ein Rundum-Pflegepaket verdient. Auch der endlose Feierabendstau in Monrovia, der Hauptstadt von Liberia, brachte uns zwar ans Ende unserer Nerven, aber nicht an die Grenzen des Kutters. Wäre ja nicht meine Wahl, ne? Nicht einmal der Urwald selbst konnte ihn aufhalten. Oh, das war super. Und so konnten wir die wunderbare Landschaft eines ehemaligen Eisenerzbergwerkes am Fuße des Mount Nimbas ganz für uns alleine genießen. Immer wenn man denkt, es kann kaum noch abenteuerlicher werden, wird man in Afrika auf ein neues belehrt, dass es doch geht. So wie diese Holzfähren in Guinea auf dem Weg nach Mali. Doch jede Reise geht einmal zu Ende und so freut sich nun ein neuer Eigentümer des Mooskutters auf zukünftige Reisen mit seinem neuen MB-100. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and old cars, please subscribe to my channel.